Wahnsinn! Wahnsinn! Sonja Kraus, meine Damen und Herren, einen fantastischen Auftritt. Ja, ich dachte, einzig verbleibenden echten Late-Night-Show im deutschen Fernsehen, so? Da muss man ja schon mal einen heißen Fummel. Aber zeig mal ganz kurz, steh mal auf, dreh dich mal bitte um. Ich glaube, du hast es falsch rum an. Ja. Ich dreh's nachher rum, weißt du? Ja. Nach der Show. Ah, nur das Sitzen ist ein bisschen schwierig. Ich finde das super. Ja, ich finde es ein bisschen irritierend, weil ich mich in deinem Outfit selber sehe. Das wird bei deinem Hüftchen, also eigentlich müssen wir mal Outfitwechsel machen. Aber ich weiß nicht, ob ich in das Höschen passe. Diese Hose ist wirklich wahnsinnig eng. Ich traue mich gar nicht richtig zu sitzen, weil ich Angst habe, es macht gleich. Jetzt gibt er an. Nein, wirklich, es ist. Also nicht an der Stelle, sondern einfach, ich kriege auch langsam eine Wampe und so. Und hattest du schon mal so eine Outfit-Panne? Das passiert bei Frauen ja öfter. Ja, natürlich. Das Gute ist, dass ich ja meistens mit dem Gesicht zur Kamera moderiere, nicht mit dem. Also von daher, wenn du was platzt oder so, dann bleibst du einfach durchsitzen oder nimmst irgendwie Klebeband. Das gibt ja auch, wenn man nicht live ist, ist das super. Ich habe mich auch schon mal mit dem nackten Poppes auf ein brennendes, also auf ein glühendes Lockeneisen gesetzt. Weil, ja, als ich noch jung und klein war, habe ich immer so. Schicke Mikro-Minis, eigentlich so einen breiten Gürtel getragen. Und ja, da hat ein Maskenbildner auf meinen Stuhl halt mal kurz das Lockeneisen hingelegt und ich drauf. Ja, aber das brennt sich doch an. Hast du jetzt so einen Streifen auf dem. Sagen wir es mal so: der rosa-rot verzauberte Maskenbildner war tatsächlich der einzige Kerl, der spürbar Narben an meinem Körper hinterlassen hat.